Die Icon 5 limitierte Contestbox. Jetzt vorbestellen. Ich hab's auch. Ich küsse eure Herzen, ja. Guck mal, das Para könnt ihr behalten, ne? Aber lasst mir doch wenigstens die Takis, ja? Alter, das kann nicht mehr so weitergehen, Mann. Ich muss releasen, Mann. Ihr wollt Gendarmerie? Ihr kriegt Gendarmerie. Es wird hart, ich sag euch so, wie es ist. Egal, wer uns heute verlassen wird, wir werden das auf jeden Fall spielen. Und wenn es nach mir ginge, ich will gerne, dass beide hier bleiben. Das Ding ist, wir haben halt noch ein paar Künstler, die wirklich von der Leistung her noch ein bisschen schwächer sind als die beiden. Weißt du? Es wird hart, ich sag euch so, wie es ist. Egal, wer uns heute verlassen wird, wir werden das auf jeden Fall spüren. Und wenn es nach mir ginge, ich will gerne, dass beide hier bleiben. Ja, ich kann mich da eigentlich auch nur anschließen. Also, die gehören für mich hier mit zu den besten bzw. stärksten Künstlern. Vor allem bei einem Hasuna würde man es merken, wenn er hier fehlt. Aber auch bei einem Azu würde man es merken, wenn er hier fehlt. Es ist schwierig. Ja, Jungs, wir sind bei Icon 5 Finale. Also, wir suchen ja schon den Besten der Besten. Wir müssen eine Entscheidung treffen, egal wie hart sie ist. Egal wie sehr wir drunter leiden werden, aber wir müssen heute eine Entscheidung treffen. Das Ding ist, wir haben halt noch ein paar Künstler, die wirklich von der Leistung her noch ein bisschen schwächer sind als die beiden. Weißt du? Und wir suchen den Besten, wie du sagst. Wir suchen den Besten. Ich sag euch so, wie es ist, es wäre 100% ein Fehler, wenn uns einer von den beiden verlassen würde, ne? Es wäre ein Fehler, wenn wir heute keinen rausholen. Nein, 100%. Nein, ich bin nicht der Meinung. Es wird uns wehtun. Hasuna, was ich bei dir sagen kann, du hast eine sehr starke, epische Dynamik in deinen Songs, was dich sehr stark ausmacht. Du hast gute Passagen von Bridge in die Hook, eine gute Luftkontrolle bei deinen One-Takes. Azu, für dein junges Alter bringst du wirklich einen sehr stabilen Vibe rüber. Die Aura stimmt, deine Präsenz, deine Delivery ist sehr, sehr stark. Ihr seid beides Characters. Und ihr seid in meinen Augen auch beide Stars, die es aber noch nicht wissen, dass die Stars sind. Die Attitude, die Performance war geisteskrank und wir hatten richtig Spaß. Ihr seid beide an eure Grenzen gestoßen, man hat es gemerkt. Ihr habt alles gegeben, um hier im Contest zu überleben und den anderen wortwörtlich zu eliminieren. Ich kann mich meinen Teammitgliedern da nur anschließen. Ich fand auch, ihr beide habt hier heute wirklich sehr, sehr stark performt. Und es gibt hier auch Künstler, die nicht auf eurem Level sind. Ihr gehört unserer Meinung nach wirklich mit zu den stärksten Künstlern, die wir hier haben. Egal, wer von euch beiden gehen würde, es wäre eine Fehlentscheidung. Ihr wärt beide ein großer Verlust für das Turnier. Und es wäre eine Fehlentscheidung, einen von euch beiden gehen zu lassen. Die Jury hat sich für etwas entschieden, was den anderen heute hier nicht gefallen wird. Azu, du wirst heute die Villa nicht verlassen. Ich
würde dich jetzt bitten, in die Villa zurückzukehren und sie vorerst nicht mehr zu verlassen. Asuna, du bist alleine gekommen und auch jetzt stehst du hier alleine, ohne dein Team. Und auch während der Zeit bei Icon hat man dich überwiegend gesehen, wie du als Einzelkämpfer unterwegs warst. Stimmt. 100%. Asuna, ich muss dir ganz, ganz, ganz großen Respekt erweisen. Du weißt ganz genau, dass die Künstler, die um dich waren, nicht mit dir klargekommen sind und das war dir völlig egal. Du bist trotzdem an deine Grenzen gegangen. Ja. Dir war alles egal. Dir war nur die Musik wichtig. Richtig. Und dir war völlig alles andere egal. Die ganze Politik um dich herum. Ja. Und das muss ich hier ganz, ganz groß anrechnen. Habibi, dankeschön. Asuna, die eigentliche Frage ist, was denkst du, beziehungsweise was war der ausschlaggebende Grund dafür, dass sich dein Verhältnis zu den anderen Künstlern so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat? Weil ich bin einfach zu direkt. Mein Fehler ist, ich sage sofort, das, was ich denke, das, was ich im Herzen habe, habe ich auf meine Zunge. Das ist das. Und das passt einigen nicht. So, allgemein im Leben. So, das passt. Ich bin nicht dieser eine Typ, ich sag dir, hinter deinem Rücken, ja, ich hasse den, guck den mal an. Nein, ich guck dich an und sag dir ins Gesicht, ich hasse dich. Aber viele kommen nicht damit klar, mit meiner Art. Bei mir, ich hab dieses Zwischending nicht. Entweder man hasst mich oder man liebt mich. Ich hab dieses nicht. Das ist das. Ich finde das halt nur schade, dass du halt so direkt warst, dass alle sich von dir abwenden wollten. Weil am Ende des Tages hat dich auch, glaube ich, das Team deswegen herausgefordert. Ich finde es schade. Es hätte besser laufen können, es hätte alles nicht sein müssen, weil am Ende des Tages seid ihr beide gute Künstler gewesen. Ja, ja. Ich finde es sehr schade, dass sich das so entwickelt hat. Ja. Asuna, du hast wirklich einen sehr, sehr starken Willen. Du bist immer sehr, sehr fokussiert. Man merkt, dass du die Musik liebst. Allerdings hattest du heute einen Choke. Und diesen Fehler müssen wir leider konsequent bestrafen. Yes. Und die Konsequenz für den Choke ist dein Ausschluss am Turnier. Okay. Yes. Wir danken dir dennoch, dass du teilgenommen hast bei Icon 5. Es war uns eine Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuschauen und zuzuhören bei deinen Songs. Und wir hoffen, dass wir in Zukunft noch viel mehr von dir hören werden. Habibi, viel Erfolg. Ich wusste seit Tag 1, dass die Jungs sich nicht mit mir verstehen, weil ich ein Einzelkämpfer bin. Ich bin Alleingänger, ich bin ein einsamer Wolf. Ich war schon immer so. Letztendlich, ich wünsche ihm viel Glück auf seiner Reise. Hoffentlich wird er erfolgreich in dem, was er macht. Und jeder soll einfach seinen Hack bekommen und dann ist alles gut, ja. Asuna, ich bin fest davon überzeugt, dass dein Weg hier nicht endet. Der fängt erst richtig an. Ich danke dir. Mach dir nicht so viel Kopf. Das ist erst der Anfang. Und du wirst, wie du schon gesagt hast, deinen Weg gehen. Du hast einen sehr starken Willen. Das hast du uns immer bewiesen. Und auch, dass du jetzt hier alleine stehst und dass dir alles völlig egal ist, ja, ist einfach eine sehr gute Einstellung, die nicht jeder hat. Du wirst deinen Weg gehen, egal was passiert. Du wirst es schaffen. Mach dir keinen Kopf. Ich danke dir, mein Bruder. Also Asuna, auch wenn du jetzt aus Icon 5 raus bist, die Jury, das ganze Team von Icon glaubt an dich und wünscht dir für deinen weiteren Weg viel Erfolg. Ich danke euch, Javi. Wir würden dich jetzt bitten, deine Koffer zu packen und anschließend die Villa zu verlassen. Okay. Ich muss nicht auf erster Platz sein. Es reicht mir, wenn ich Sieger der Herzen draußen bin. Das ist für mich wichtig, dass die Leute mich lieben. Okay, die letzten Tage seid ihr an eure Grenzen gestoßen mit der Anreise, mit den Songs. Und genau deswegen haben wir eine ganz geile Idee für euch, und zwar die nächste Challenge. Ihr werdet in euren Gruppen 3 Songs heute im Studio aufnehmen müssen. Und ihr werdet dann
morgen raus nach Spanien gehen und 3 Musikvideos drehen. Ich bin immer noch nicht fertig. Pro Gruppe müsst ihr 3 Songs aufnehmen. Ihr entscheidet selber eure Location, eure Kreativität. Wir werden eure Zusammenarbeit berücksichtigen. Wir werden das Gesamtpaket berücksichtigen und die Performance und das Musikvideo. Das heißt, ihr werdet heute nur den Song aufnehmen, habt danach frei, morgen das Video und dann habt ihr nochmal frei! Yeah! Colin hat gesagt, er gibt einen Steak aus! An die Zuschauer, die nicht an meiner Seite sind. Ich werde dafür sorgen, dass ihr an meiner Seite seid. So, herzlich willkommen bei Tag 4 und zur Entscheidung eurer Studio-Sessions mit dem Musikvideo. Ihr hattet gestern die Aufgabe, eine Studio-Session mit euren Teams zu machen. Pro Team solltet ihr 3 Songs entstehen lassen und dazu musstet ihr heute pro Team Videos drehen. Wie ist das Ganze gelaufen? Ich sage euch ehrlich, es gibt da draußen, ich will keine Namen nennen, gewisse Labels mit 200.000 Euro Budget, die haben nicht mal so krass. Heute sind Sachen entstanden, davon können sich Leute, genug Leute eine Scheibe von abschneiden. Ich sage euch ehrlich, wir waren hier mit einem Kameramann, 2 Gruppen in 4 Stunden komplett gefilmt. Was wir in 4 Stunden erreicht haben, das ist kein Spaß. Ehrlich, und ich kann mir auch vorstellen, dass es ein bisschen schwer war für euch. Und ich sag euch noch eine Sache dazu. Wir als Kapitäne wollen auch nochmal sagen, wir sind übertrieben stolz auf unsere Mannschaft. Ja, und nochmal danke an die Crew. Danke an alle. Ein Applaus für euch alle. Was wir auf die Beine gestellt haben, ist nicht von dieser Welt. Krass. Und ich sag euch alle ehrlich, zusammen an einem Strang. Ich sag euch auch ehrlich, das sind sehr, sehr viele zeitlose Tricks. Auf jeden Fall. 100%. Warum lacht ihr? Das ist nicht erwartet. Ja, Jungs, jetzt habt ihr uns natürlich extrem neugierig gemacht mit dem, was ihr gesagt habt. Jetzt wollen wir natürlich auch sehen, was sich hinter euren Worten verbirgt. Und dementsprechend würden wir einmal den Bayo bitten und auch den Shabab, die erste Gruppe, die gegeneinander antreten soll, runterzuschicken. Bayo, deine Gruppe wird anfangen. Shabab, deine Gruppe kann einmal hier vorne rechts schon mal Platz nehmen an den Türen. Und dann bin ich auf jeden Fall gespannt, was die Jungs gleich abliefern. Alles klar, dann würde ich als erste Gruppe Bare und Kenan vorschicken. Auf jeden Fall schicke ich meine Wenigkeit und Biggie und ja, Mann. Kann nur krass werden, jetzt schon. Ich bin gespannt. The Captains, amigo, the Captains, hermano. Mit der neuen RTX 4060 und dem AMD Ryzen 9 Serie ist das Rendern von Videos schnell, optimal für unsere Vlogs und Episoden. In dem aktuellen Setup nutzen wir den Laptop an einem separaten Monitor. Das Modell ist ein 14 Zoll Laptop, welcher für unser Team unterwegs optimal ist. Mit Razer haben wir einen perfekten Partner gefunden, der uns mit den perfekten Laptops ausstattet für die Arbeit, die wir hier bewältigen müssen. Die Verarbeitung und Kühlung von dem Laptop ist mega. Man kann ihn ebenfalls in heiße Regionen ohne Probleme nutzen.
Dankeschön an Razer. Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit. Made with Blade. Das ist ganz weit entfernt, das sind 13 Minuten Unterschied. Das ist gut. Ja. Oder sollen wir, meint ihr dieses Wunsch? Guck mal, ich wünsche euch viel Glück, aber liefert nicht ab, damit wir den Punkt bekommen, okay? Offiziell, Bruder, danke. Leute verlieren. Was? Ab geht er. Dieses Jahr, der Kenan, der holt sich was. Bei Icon 4 wurde bei denen vielleicht ein bisschen Eib gemacht, aber dieses Jahr holt diesmal der Kenan seinen Mann Hack zurück. Ich komm hier nicht raus. Gib dir mal diese Aussicht, komm mal mit. Auch wenn man, ich glaube, da reingeht, ich sag, da wird schon ab, Bruder. Boah, Bruder, komm. Hier seht ihr die Amigo. Maria, was die alles für dich machen. Walla, mein Schatz, Maria. Du hast uns aber gefickt. Wie geht? Du Mangerie, ich hab mich an dir verbannt. Ey, nein, jetzt. Jetzt wird weiter gedreht. Egal, du einfach deine Kamera passiert. So auf den Boden, Bruder. Machen wir. Kann einer die Box nehmen? Benni, wir laufen einfach noch. Achso. Kamera läuft! Ey, das ist nicht schlimm, wenn die Box hier liegt. Ich hoffe, meine Mutter, ich kann mir das so krass vorstellen. Dieses einfach im Auto, wie wir so Kippe rauchen. Aber nur so eine Sekunde, Gott, weißt du? Wenn man damit merkt, man so, wie wir laufen, aha, wir reden, wir lachen. Aber jetzt nicht reden. Danach fertig, danach gehen wir. Was geht ab? Was geht ab, wie geht's euch? Einen wunderschönen guten Abend, Jungs. Abend. Wie war die Zusammenarbeit im Team bei euch? Baba. Und mit Kennern immer Baba. Und wo habt ihr heute gedreht? Welchen Spot habt ihr euch ausgesucht? Wir haben geile Aussichten in Malaga ausgesucht. Und ja, waren auch super gedreht. Von welchen Aussichten redet ihr genau? Und denkt ihr, euer Song passt auch zu dem ganzen Video? Ja, auf jeden Fall. Also, das passt auf jeden Fall. Wir waren auf einem Berg, wo man mit einer Aussicht komplett so Malaga gesehen hat. Dann wollten wir noch zu zwei, drei anderen Spots gehen. Das Ding ist, da durfte man halt nur mit Drehgenehmigung drehen. Deshalb haben wir dann auf Freestyle noch ein, zwei Sachen gesucht. Aber war im Endeffekt alles Baba. Und seid gespannt. Ich sag nur Arriba. Wie war es so, das erste Mal die Villa zu verlassen? Geil. Ach so, das ist ja krass. Geil. Ja, war geil, ja. Hat sich gut angefühlt. Villa, diese Villa ist wie Knast. Knacks, man bekommt Knacks. Nein. Okay, dann schauen wir jetzt mal in euren Song rein. Okay. Schreibe ich ihr, doch sie gibt keine Antwort. Mon chéri, ich hab mich an dir verbrannt. Jedes Mal geb ich mein Herz und mein Standort. Warte auf dich und du rufst nicht mehr an. Wie oft hast du unsere Bilder zerrissen? Hast du kein Gewissen? Oh, my Bella. Hab nie vertraut, daran bist du schuld. Trotzdem bin ich blind vor Liebe, such ein Weg, du bist meine Zukunft. Keiner kann mich verstehen, wie sehr ich sie will, ich bin nie für dich. Keiner kann mich verstehen, ich rufe ihren Namen, oh Maria. Egal wer. Letzte Mische und dein letzter Tag. Frag mich, wie schnell du vergessen kannst.
daran bist du schon. Trotzdem bin ich blind vor Liebe, such ein Weg, du bist meine Zukunft. Keiner kann mich verstehen, wie sehr ich sie will, ich bin hypnotized. Keiner kann mich verstehen, ich rufe ihren Namen, oh Maria. Ich muss wirklich sagen, ihr gehört hier für mich zu den zwei Kandidaten, bei denen ich wirklich mit einer der größten Entwicklungen sehe im Turnier. Das freut uns natürlich extrem zu sehen und das ist wirklich sehr, sehr stark von euch beiden. Der Song war wirklich sehr abwechslungsreich und ich fand, ihr wart wirklich eine richtig gute Kombo. Besonders bei Kenner muss ich sagen, das war dein bester Song, den ich jemals von dir gehört habe. Also Dankeschön. Unglaublich geil gemacht und auch die Songstruktur habt ihr mega gut zusammen aufgebaut. Es hat extrem gut harmoniert, auch von den Stimmen. Und Kenan, das, was ich bei dir immer sehr liebe, ist diese Aussprache. Zum Beispiel, du hast dieses Antwort so oft. Ein bisschen so ekelhaft, ich mag das an dir. Buddy. Wenn nicht jemand besser den Vibe treffen kann als du, wer dann sonst? Dankeschön. Ich finde eure Duettpassagen, die ihr gemacht habt, auf jeden Fall sehr stark. Vor allem Barré bei dir, dieses etwas tiefere, leisere und dann Kenan mit dieses Druckvolle. Das hat auf jeden Fall sehr gut den Vibe getroffen. Deine kratzigen Töne, wenn du hochgehst, haben auch richtig gut gepasst. Das war auf jeden Fall eine sehr schöne Atmosphäre. Also auf jeden Fall ein sehr starker Song, den ihr gemacht habt. Ja, danke schön für den Auftritt. Dann würde ich euch einmal bitten, jetzt Platz zu nehmen. Und dann würden wir einmal bitten, die erste Gruppe von Team Shabab vorzutreten. Komm, komm, komm. Geh einfach. Warte, warte. Go! Wohin, wohin? Bleib mal da. Der Opa da mit der Opa. Mit dem Opa da sitzen. Habt ihr so eine Schokolade oder so? Schwanz! Schwanz! Go, go! Wir kennen uns schon irgendwie alle, ne? Also wir sind wirklich alle sehr eng miteinander, sehr gute Freunde geworden. Deswegen, ich kann eigentlich nur von guten Erfahrungen reden. Since I was young, I was a kid. Really? Yeah, really. Did you do like, you know, shake your head like the wind? Nein. Bester. Bester. Biggie, 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 can't you see? Team Captain Shabab meldet sich mit meinem Bruderherz Biggie. Guten Tag, guten Abend, schönen Tag, guten Abend. Shabab, Biggie. Yes. Wie war eure Zusammenarbeit? Also ich weiß nicht. Maximum. Sehr viele haben darauf gewartet und dann haben wir es natürlich auch gemacht. Gepasst. Für welche Location habt ihr euch denn entschieden? Also was habt ihr so überlegt? Welche Spots passen zu euren Songs? Welche Atmosphäre habt ihr da gepickt? Also ich habe mir den Song öfters mit Biggie angehört. Wir haben uns die ganze Zeit überlegt, was für Locations wir nehmen können. Wir haben gesagt, klar, zum Beispiel jetzt ein Wasserfall oder so wäre auch krass, aber versucht einfach von der Menge herauszustechen. Wir sind in die Stadt gegangen, haben Faxen gemacht, sind einfach durch die Gassen gebrettert, haben miese Aufnahmen gemacht. Einfach auf
ich sag mal so, wir haben uns gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, weil manchmal ist es besser, einfach zu machen, statt zu viel, viel zu überlegen, weil sonst die Ideen, die man dann machen will, die kommen nicht so, wie man die im Kopf hat. Deswegen, wir sind in die Stadt gegangen, wir haben einen Wald gefunden mit viel, wie war das, voll weiß, voll so, keine Ahnung, viel Sand und wir haben Faxen gemacht, wir haben unseren Spaß gehabt, so, das war das, boah, was geil war. Der Schnurrbart hat geredet, Bruder. Er hat doch gar keinen, oder? Lass das. Okay, Jungs, dann sind wir jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und ich würde sagen, das schauen wir mal rein. Baba Geld. Meine Nummer 1, nur für dich oder nur für dich, Mann, ich bleib. Dieser Weg mit uns beiden ist weit. Wir sind down, ab und zu down, dennoch zu zweit. Dunkle Tage sind vorbei. Treue, ich sag au revoir. Sie ruft mich an auf mein Mobile. Und es spät in der Nacht. Ich hab Fokus auf dich, Alter, Babe. Mein Vierputter ist bei mir kein Platz. Meine Kuh ist aus den anderen Spray. Steht so lange schon unter Verdacht. Klau dein Amulett, Mandara. Wege mir fisch mit dir, Babe. Puff dich mal, Bocho Cigara. Baby, I see you later. Das Schuri ruft mich nicht mehr, denn ich hab mich vor ein paar Jahren schon nie verloren. Ich steh alleine und das Ding krieg kein Ende, wie ein spanischer Matador. Der Mann sucht mich nicht mehr, denn ich hab mich vor ein paar Jahren schon nie verloren. Ich steh alleine, hier sitzt im Krieg kein Ende, wie ein spanischer Matador. Hey, sag mir, wo bist du, mein Baby? Du mein Babe, hey, hab dich so lang nicht gesehen. Hey, sag mir, wo bist du mein Babe? Hab dich so lang nicht gesehen. Sag mir, kannst du mich verstehen? Schau mal auf den Tisch, Wallah. Nein. Kein Eier. Fester. Schrei mal einfach. Ja. Biggie, ich finde den Anfang, den du gebracht hast, sehr schön, sehr smooth. Vor allem, der passt auf dieses Schnelle. Das ist cool. Dankeschön. Aber bei dir auch, dieser Switch zwischen leise und wieder diese laute Stimme, diese Passagen, die aufgenommen sind, die machen dich auch aus. Das macht dich aus als Schön, Künstler. Dass dir aufgefallen ist, Andro. Allah. I love you. Nicht nur das genau, sondern auch seine Stimmen. Ja. Wie viele Stimmlagen hast du? 90. Inshallah. Nee, das ist ja unglaublich. Also so der Stimmkontrast zwischen euch beiden war ja unglaublich. Hat sich sehr geil angehört. Also hat super harmoniert. Und ihr habt den Vibe auf jeden Fall gecatcht. Vielen Dank. Biggie, du weißt, ich bin ein Fan von deiner Stimme. Ich liebe deine Stimme. Immer sehr, sehr stark. Shabab, bei dir muss ich sagen, dein Stimmeinsatz heute wieder sehr, sehr geil. Und ich finde dich extrem interessant. Allein weil du diese 90 Stimmen hast, wovon Emre redet. Es ist einfach verrückt. Ich muss sagen, die Hook bleibt im Ohr, sehr catchy gemacht. Danke für den Auftritt. Vielen Dank schon für euch, ja, danke schön. So, bevor ihr geht, dann würde ich jetzt als nächstes mal bitten, die Gruppe 1 nochmal nach vorne zu treten, zu euch zu kommen. Mari, geht ab! Bist du da? Oh, die Babas aller Babas. Okay, so, kommen wir zur Entscheidung. So wie es in den letzten Tagen bereits abgelaufen ist, werden wir euch jetzt den aktuellen Zwischenstand mitteilen. Bevor ich dazu komme, möchte ich einmal sagen, dass beide Songs wirklich sehr, sehr stark waren. Und es war wirklich nicht einfach. Wir müssen uns leider entscheiden. Wir würden den Punkt am liebsten beiden Teams geben, weil wir beide wirklich unglaublich stark waren. Für uns ist das eigentlich sowas wie ein Gleichstand. Aber ihr wisst, wir müssen, der erste Punkt, der vergeben wird,
geht an Biggie und Shabab von der Gruppe von Shabab. Vielen Dank. Alles gut. Als nächstes würde ich euch dann bitten, jeweils die zweiten Gruppen runterzuschicken. Aber Jungs, ey, ihr wart alle Gewinner. Ja. Bei Gott. Stark. Major, da dein Team verloren hat, würde ich dich jetzt bitten, dein Team als nächstes in die nächste Runde zu schicken. Alles klar, dann kann ich direkt hier unten bleiben. Und ich muss nur noch Skandal und Empfindet rufen. Ich schicke meine Gruppe vor. Gänsehaut. Shabab, wen schickst du vor? Ich schicke auf jeden Fall Azu, Vito, Rasha. Dankeschön. Yo, dann machen wir ich bin hier mit Ei. Bis jetzt ganz wenige dicke, fette Straßensongs gekommen. Heute, wir fahren in ein Barrio Malaga. Wir haben den perfekten Song dafür vorbereitet. Irgendwo in Malaga, in der letzten Ecke. Okay, dann lass anfangen. Aber für mich persönlich war die beste Challenge die mit Bayer und Infinite, weil wir da halt rausgefahren sind, haben etwas Neues gelernt. Wir waren unsere Familie besuchen. Amigo! Amigo! Gib dir den! Komm, so wie wir es gemacht haben, nur mit dem Kamerateam. Das ist Straße, guck dir das an. Komm, lass machen, komm. Song an, Song an. Aguita, hombre. Hay que ser agradecido con las calores, hombre. Auch an euch die Frage, wie lief der Videodreh und wie habt ihr euch inspiriert, wie habt ihr euren Spot gefunden? Erzählt mal ein bisschen, was uns erwartet. Also der Videodreh lief sehr gut, also, wir haben sehr viel Spaß gehabt, wir haben sehr, sehr viele geile Szenen gedreht, wir haben coole Orte gesehen, wir haben geile Erfahrungen gemacht. Der Skandal hat die Location ausgesucht, der hat sich gestern hingesetzt, hat sich wirklich einen Kopf drum gemacht. Hat überlegt, wo können wir hinfahren und dann sind wir schon zur ersten Location gefahren und ab da gehe ich weiter. Ich sage euch ehrlich, ich könnte jetzt so viel reden, aber ich könnte das nicht einfach so widerspiegeln, wie wenn ihr da gewesen wärt. Aber ich hoffe, wir können das mit dem Video, was wir gedreht haben, auch nur etwas zeigen, was wir heute erlebt haben. Egal wie das Video wird, egal wie der Song ist, alles. Aber das, was wir heute gesehen haben bei unserem Videodreh, das war einfach eine Lebenserfahrung. Und umso mehr hat es auch Spaß gemacht und auch einfach mit fremden, wildfremden Menschen zu sehen, wie die leben und einfach, dass sie unsere Musik so gefühlt haben und mitgemacht haben. Das zeigt einfach wieder, dass Musik einfach eine Sache ist, die Menschen von egal welchem Alter, welche Klasse, welche Herkunft einfach miteinander verbinden kann. Du hast geredet. Mein Schnurrbart hat geredet. Also an erster Stelle will ich das nochmal wiedergeben, was Infinite gesagt hat. An sich korrekt, aber das haben wir alle so gemeinsam ausgesucht. Also sprich, wir saßen alle da und haben gemeinsam die Location ausgesucht. Und wo wir waren im tiefsten Dschungel, ich weiß nicht. Also da, wo ich mich am wohlsten fühle, zwischen irgendwelchen eigenartigen Menschen für die meisten. Für mich sind das ganz normale Menschen wie jeder andere und da fühle ich mich wohl. Und da war unser Heimvorteil. Und ja, das ist eine Sache, die ich an sich jedem Menschen mal... Ich wünschte, ich hätte so eine Sache auch in Deutschland. Ich konnte mich leider da zum Beispiel, oder wir konnten uns vor Ort da nicht richtig bei den Leuten bedanken für diese Gastfreundschaft. Die haben sich sehr gefreut, dass wir da waren, genauso wie wir uns gefreut haben. Wir konnten die leider nur mit Wasser beschenken, aber
Wir hatten extrem viel Spaß, wie eine Familie, auch wenn es fremde Menschen sind aus einem ganz anderen Land. Und ich will mich auch zeitgleich an unserem Team-Captain bedanken, dafür, dass er uns so leitet seit Tagen und alle anderen. Ja, Bruder, jetzt sollen wir den Song spielen, oder? Los niños de los perones nunca fue a la escuela, se arrepiente porque ahora son hombres, desde niño viven la miseria. Sus maestros fueron a la calle, ya no sabe dónde ir. No saben ni el DNI. Wie eng versteckt den Ecken ab, Gesicht verdeckt, durch Reiterkäppig. Nimm keinen Ernst und kann es sehen, wie Bitches Seiten wechseln. Shit ist importiert, Grips informiert, sie wollen die Leitung catch. Keine neuen Freunde, nennen es Neophobie. Niemals. Dennoch ohne Maske passe ich in das Täterprofil. Ich treffe nicht Ziel und die Kugel ist Blei. Die Weste schützt die Brust, aber dein Kopf ist noch frei. Bio, trag die Schafe wie ein Adana Spieß. Das ist ein Film in meinem Block, doch ohne Kamerateam. Pussy, besser ist, wenn du den Kopf einziehst. Wenn die Reifen brennen, merkst du, du bist doch kein G. Und ein kleiner Junge raucht dein Kamm vor der Schule, nur damit er wieder drauf sein kann. Bunker Pickets in sein Hauseingang, auch wenn es für morgen wieder aus sein kann. Und der kleine Junge raucht dein Kram, nur damit er wieder drauf sein kann. Immer noch da, ich bleib der gleiche und mach Steine zu Geld. Es reicht ein Papp, du hörst ein Piep, als wär die Leitung besetzt. Ich mach die Nacht heute zum Tag und deine Kleine gibt Head. Und Foxy ridet dein Star, doch hat die Daimler gelenkt. Ich bunker Rex in meinen Tennissocken, bunte so wie Dennis Rodman. Lass den Laden brennen, ich stepp in Club, als ob ich Travis Scott bin. Durch die City und dein Bruder trägt Attack 9. Läufst du mit deinem Bruder durch die Stadt, muss es ein Backflip. Leerer Blick, Biakugan, ich bewege mich im toten Winkel. Essen City, graue Blocks, da wo mich keine Drohne findet. Ewa, ich bin die Nacht lang wach und mein Name ist Skandal, weil ich ein Skandal mach. Und ein kleiner Junge raucht ein Gramm vor der Schule, nur damit er wieder drauf sein kann. Bunker Pickets in sein Hauseingang, auch wenn es für morgen wieder aus sein kann. Und der kleine Junge raucht ein Gramm, nur damit er wieder drauf sein kann. Vorab möchte ich sagen, erstmal eine geile Beat-Auswahl, die ihr da ausgesucht habt. Eure Stimmfarben haben richtig gut drauf gepasst. Ein riesen Respekt dafür. Die Kombi ist sehr stark. Deine Vergleiche waren sehr stark, von allen, die Vergleiche waren sehr stark. Vor allem auch die am Ende von Skandal, wie du es beendet hast. Und eure Hook war auch stabil. Ja. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Also bei der Hook muss ich mich anschließen. Ihr habt mich auf jeden Fall überrascht, Skandal. Ja. Du hast gesungen? Aus Versehen. Was war denn da los? Ich bin ausgerutscht bei der Hook. Nee, ich muss sagen, überraschenderweise echt gut gemacht. Also hättest du mir jetzt gesagt, ich habe vor zu singen, hätte ich gesagt, lass das lieber sein. Echt? Aber du hast das echt geil gemacht, muss man sagen. Stark. Wie gesagt, ausgerutscht. Ich bin da irgendwie gestolpert und dann war ich heiser und dann hatten wir den Salat. Passiert nicht nochmal. Ja, Bayer, dich kennt man ja melodisch und auch singend schon, hat man ja schon einiges gehört. Aber bei dir, Infinite, war es jetzt für mich auch was sehr, sehr Besonderes. Klar, beim Live-Event hast du jetzt etwas Melodisches drin. Es ist nur eine kurze Passage gewesen. Genau, ja. Aber jetzt so wie heute habe ich es auf jeden Fall noch nie gehört und ich fand es auch geisteskrank. Dankeschön, mein Bruder. Also vielen Dank. Generell im Gesamtpaket ein super Song, habe ich übertrieben gefeiert. Danke, danke, danke vielmals. Dankeschön. Jetzt mit allen von euch die Lied und
Gruppe Azu, Vito und Rasha. Eine unerwartete Kombination jetzt auch mit Rasha im Team. Yes. Ihr wart ja heute auf einem Videodreh. Wie war's? Erzähl mal ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Meine Stimme ist noch ein bisschen weg. Wow, war so krass? Bruder, es war Endstufe. Auf jeden Fall, es war eine brutale Zusammenarbeit. Und wir sind auch zu fünf gegangen. Also Shabab und Biggie waren auch mit uns dabei. Wir haben uns erstmal Mühe gegeben, dass wir eine Gruppe abarbeiten. Mit viel Input und viel Videoideen und viele lustige Szenen, die wir hinbekommen haben. Und danach haben wir uns alle zu fünft auf unser Video konzentriert. Und ich kann gar nicht meckern über die Arbeit. Ja. Es war einfach nur brutal gewesen. Wo wart ihr denn genau? Was habt ihr alles gesehen? Und erzählt mal ein bisschen. Wir waren in der Innenstadt in Malaga. Haben da in Seitengassen da mit den einheimischen Leuten gedreht. Hat auf jeden Fall wirklich Spaß gemacht, mit den ganzen Leuten so zusammenzuarbeiten. Und ja, Mann, ja. Auf jeden Fall eine schöne Zusammenarbeit mit den Jungs. Wie waren denn die Leute da drauf? Also wie haben die Menschen da auf euch gewirkt? Waren ja fremde Menschen. Wie war das Gefühl? Bruder, das kann ich ganz genau beschreiben. Ich bin reingegangen, Bruder. Die ganzen kleinen Kinder sind rausgekommen. Und alle haben die Hook mitgesungen. Bruder, ich bin so aus mir rausgekommen. Ich glaube, ich habe in einem Musikvideo noch nie so viel getanzt. Ich habe mich bewegt, als wäre Michael Jackson mein Cousin, Bruder. Ich bin durchgedreht. Und Wallah, es war eine sehr, sehr krasse Zusammenarbeit. Eine Ehre, mit Vito und Azu in einer Gruppe zu sein. Ja, danke schön für eure Worte. Dann schauen wir mal rein. Let's go. Kriminale, wenn die Lichter nicht mehr scheinen, riskiere ich mein Leben. Kriminale, Kriminale, Kriminale. Nimm ein Stück von Kuba Libre, ja, wir führen so viel Kriege, weil wir keine Liebe kennen, sind all meine Brüder Diebe. Plakas, Haschak, Sattler, Marihuana. Mama, Baba, ich bin nicht mehr wie damals. Nein, ich bin nicht mehr wie damals. Es hat sich vieles geändert, mein Gehen. Die Augen bedeckt mit der Brille vom Kasan. Nur damit ich die Blender nicht seh. Sag mir nicht, wo lang, denn ich kenn meinen Weg auch. Wenn ich zu viele Ups und Downs hab. Mama sagt, pass auf dich auf, Schatz. Aber ich bin mit Absicht Gauner. Hier ist alles anders, Frero. Mir tut der Block nicht gut. Sie wollen mich dann dort Duelo. Wenn ein Kopf mich sucht, dann werd ich zum Bandolero. Von Kopf bis Fuß. Von Kopf bis Fuß. Kriminale. Wenn die Lichter nicht mehr scheinen, riskiere ich mein Leben. Kriminale, Kriminale, Kriminale. Ich reise blind durch warme Sonne und kaltem Wind. Weiß nicht wohin, auf der Suche nach einem Sinn. Nur geradeaus, verdolle ich lauf. Vielleicht packt mich der Gendarm. Die Reden sind laut, kommen sie ins Haus. Dann bin ich schon längst gegangen. Sie rein, bin ich schon längst gegangen. Hab nur Angst vor Gott und vor dem Sensemann. Auch wenn ich mein Kismet nicht lenken kann, hab ich die Hand am Lenker dran. Hier ist alles anders, Frero. Mir tut der Block nicht gut. Sie wollen mich dann dort Duelo. Wenn ein Kopf mich sucht, dann werd ich zum Bandolero. Von Kopf bis Fuß. Von Kopf bis Fuß. Kriminale. Wenn die Lichter nicht mehr scheinen, riskiere ich mein Leben. Kriminale. Kriminale, Kriminale. Also Jungs, ich muss sagen, Azu und Rasha, ihr habt mir wirklich am meisten gefallen von euch dreien. Wobei das nicht böse gemeint ist, Vito. Aber die Jungs haben wirklich hervorgestochen. Also muss man wirklich sagen, vor allem die Hook von Azu bleibt im Ohr. Ich hatte wirklich direkt Ohrwurm. Ich hatte die direkt drin. Rasha, bei dir muss man sagen, du blühst hier richtig auf. Extrem schön zu sehen, das freut uns. Und ich hoffe, es geht so weiter. Ich muss sagen, eure Kombi war sehr interessant. Rasha, du hast auch mal gerappt. Was ja nicht aber immer. Ne? Das ist auch mal rausgekommen von Seite. Das ist auf jeden Fall schön, auch diese
kleinen Details, die du immer einbaust mit deinen Stimmen in dem, auf diesem Beat, das macht dich aus. Du entwickelst damit gerade deinen eigenen Stil in dieser Musikrichtung, die du fährst. Bei Vito schließe ich mich ein bisschen den Kollegen an. Ich finde es trotzdem gut, dass du dich wieder getraut hast zu singen. Die Melodien waren auf jeden Fall gut, die waren nicht schlecht. Azu, ich bin immer wieder begeistert von deiner Stimme, die du besitzt. Die ist nicht aus dieser Welt, ich weiß nicht. Also die klingt immer so. Das ist irgendwie bei Azu klingt die Stimme ein bisschen wie so ein KI, wenn du so. Ja, da muss man Stimme auch gar nicht mehr mischen und mastern. Also das ist, ja. Jetzt habe ich alles gehört. Also das ist unglaublich. Also bei dir klingt das auch irgendwie nicht mehr so natürlich. Also ich habe selten so eine Stimme mit so einer Stimmkontrolle gehört. Das ist unglaublich und du bist ja noch jung. Wir müssen kontrollieren, ob du nicht irgendwie Stimmen verzerrst. Ich habe GBL wachsen, Mama. Ich habe GBL wachsen. Mix Master. Das war eine ordentliche Leistung. Ich danke euch. Azu, eine Sache noch hinzuzufügen. In meinen Augen hast du wirklich das Potenzial, hier am Ende vielleicht, je nachdem wie weit du kommst und wie sehr du dich anstrengst, als ein Star rausgehen zu können. Dementsprechend gib Gas, wir sehen extrem viel Potenzial in dir, schöpf es bitte aus und nutz die Zeit, die du hier hast. Ich kann mich 100% nur anschließen, ich bin ein Fan von Yasu. So 100%, das ist unglaublich. Also du lieferst jedes Mal ab von Hit zu Hit und auch das ist wieder mal ein Hit, Jungs. Ich bedanke mich dafür, das auch wieder hier miterleben zu dürfen. Bei Rasha muss ich sagen, die Performance ist unglaublich gut gewesen. Also du hast dich echt gesteigert und man merkt, dass du dich wohlfühlst. Du bist angekommen und gerne mehr davon. Also das hat auch so einen kleinen Wiedererkennungswert, das ist ganz cool. Und auch die Flow-Passage bei dir mit diesem Mama, Papa. Also das ist echt sehr geil gewesen. Und bei Vito mit diesem melodischen Teil, das war cool, aber man hat gemerkt, du bist noch nicht 100% aus dir rausgekommen. Also du bist noch ein bisschen so, weißt du hältst dich zurück, mach das, trau dich, du hast echt talentierte Jungs um dich und du kannst viel mitnehmen. Aber ich feiere das, dass du so versuchst, facettenreich zu sein. Ein geiler Auftritt von euch allen drei. So, dann würden wir einmal die andere Gruppe auch zu euch nach vorne bitten. Okay, Jungs, ihr habt es uns echt sehr schwierig gemacht. Also egal, welche Entscheidung wir treffen, ihr seid alles Gewinner in unseren Augen. Erstmal Respekt dafür, ihr habt extrem abgeliefert. Und egal, wer den Punkt mitnimmt, ihr könnt euch sicher sein, dass auch das andere Team den Punkt verdient hätte. Zu 100%. Nun mal ist das die Regel, wir müssen einen den Punkt geben und ein Team verlieren lassen. Und im Großen und Ganzen haben wir uns auch dafür entschieden, aufgrund der ganzen Teamleistung und auch weil jeder auf diesem Song abgeliefert hat und auch als Team überzeugt hat, auch wenn es mir sehr schwierig fällt, einen hier als Verlierer rausgehen zu lassen, muss ich sagen, geht der Punkt an das Team von Bayor. Okay, Jungs, ihr wisst, jetzt wird's ernst. Der letzte Punkt wird entscheiden. Shabab, da ihr den Punkt verloren habt, schickst du jetzt deinen letzten Künstler nach vorne, die dann gegen das Team von Bayor antreten werden. So, die letzten zwei Künstler, die ich nach vorne schicke, ist Sakko und Walid Akawi. Und ich schicke dann Kali und Yassin als Gegner. Und dann könnt ihr euch nochmal einen schönen Abschluss holen. Und am Ende, egal wer gewinnt, Brüderschaft bleibt. Brüderschaft bleibt für immer, merkt euch das. Dicker, wenn ich die aufhabe, ist die schief? Nein. Boah, der Angst bekommen wir da vorne. So besser oder so? So zu oder offen? Offen, wie kam es überhaupt zu dem Namen Zakawi? Ich heiße Akawi, er heißt Sakko. Der Bruder kommt von der Ecke und sagt, wie nennen wir uns jetzt? Zakawi. Hey Jungs, ihr habt noch eine Stunde. Guck. Mach dir keinen Kopf. Also. Ja! Wie macht denn?
Oh Dunja. Sag, wie oft wollten wir dir entkommen, doch du ziehst uns runter. Sekko und Zuckerbärchen Akawi. Was geht ab? Ihr seht glücklich aus. Ja, wie war euer Tag? Was ist passiert? Wo habt ihr gedreht? Sekko, bei dir habe ich was gehört. Du bist irgendwie fast gestorben. Nein, was? Ja, wir. Ich erzähle aber gleich. Erstmal erzählen wir, wie wir Song gemacht haben. Und wir erzählen, wo wir gedreht haben. Willst du anfangen? Guck mal, ich wollte unbedingt was mit einem Rapper diesmal machen. Er ist ein geistkranker Rapper. Er wollte was mit einem Sänger machen. Ja, Walla, und er ist ein geistkranker Sänger. Wow, wie siehst du mich? Oh mein Gott. Ihr wartet schon auf den Song. Ja, deswegen ja. Wir haben gut harmoniert zusammen. Deswegen, er ist er gekommen und hat gesagt, ey, bitte Akawi. Nein, Spaß. Nein, wir haben uns gut verstanden. Wir haben einen Song zusammen gemacht. Wir haben so um die Welt, wie dreckig die Welt eigentlich ist. Aber was deep ist, aber trotzdem was nach vorne geht. Deswegen bin ich echt gespannt, was ihr dazu sagt. Ich sag mal so auf ganz locker. Wir hatten 3 Etagen in einem ganz, ganz, ganz dunklen Schloss zur Verfügung. Und wir waren in der 1., 2. und 3. Etage. Und als wir in der 3. Etage fertig waren, sind wir runtergegangen und haben in der 1. Etage gemerkt, dass frisches Blut. Ich erzähle, weil du bist. Guck mal, was er gemacht hat. Nein, das war warte, schlimm. Warte, ich erzähle. Okay. Ich war der Letzte, weil ich, ihr wisst, Zuckerbärchen und so, ich brauche lange zum Laufen. Ich bin der Letzte gewesen, wir laufen runter. Keiner hat es bemerkt. Ich laufe und sag, Anik. Da ist Blut auf dem Boden. Da steht Don't Let Me Go mit frischem Blut. Mit Don't Let Me Go, Walla. Weißt du, was er gemacht hat? Er und man musste Ruhe bewahren. Was hat er gemacht? Was hast du gemacht? Ich hab rumgeschrien, Bruder. Ich hab keine Luft bekommen. Ich musste rausrennen, Bruder. Walla. Deswegen, ne, nimmt uns nichts übel. Wir geben unser Bestes, aber wir haben viel erlebt. Walla, viel gesehen haben wir. Jungs, damit ihr Bescheid wisst, das war einer vom Team, der das schreiben sollte, ja? Nein, war nur Spaß. Hast du sein Gesicht gesehen? So, okay. Ich hoffe, ihr konntet die Atmosphäre, die ihr da mitbekommen habt und erlebt habt, auch in euren Song verpacken, denn ihr wisst ja, jetzt geht's wirklich um Leben oder. Deswegen würde ich sagen, schauen wir mal in euren Song rein. Let's go! Nacht, Horizont, Wolken über uns, starte grad ab. Psychopath, Orte nicht gesund, nur weil Worte hier verstummen. Forsche nach dem Grund, das Viertel abgegrenzt, doch ab morgen nur für uns. Ständig unterwegs, meine Route lautet Exit. Die Suche nach dem Sinn ist nicht unendlich, das 7. Jahr beendet. Sekko Rap Minister, Worte können wirken, aber nur wenn sie Gewicht haben. Glauben an das Schicksal, Leben schmeckte bitter. Für den Sonnenschein muss ich durch Regen und Gewitter. Siehst du nicht das Kristall in der Nacht, Kinder in einem Park, fuck the system. Die Stadt berichtet aber niemals von einem Parkgesinde. Immer wenn es Nacht ist, find ich nichts, was mir Kraft gibt. Horror. Bin im Scheißrausch, liege wach und ich schrei laut. Oh Dunja, Schweiß auf dein Mut, dein Block zieht uns noch runter. Wie viel Regen hast du schon geweint? Oh Dunja, sag wir auf Wolken, wir dir entkommen, doch du ziehst uns runter. Oh Dunja, mir einen Matt Marley. Hol die Leichen aus deinem Keller, du bist Ted Bundy. Crash die Party, in der du dich so fresh anziehst. Das ist sehr gar nicht, kaufe dich für'n Dreckswani. Am Anfang war es echt okay, bis sich alles dann verkehrt rumdreht. Ich laufe durch den Scherbenweg. Scheiben sind verdunkelt, die Gesprossen zum Einsatz. So viele unbeschwommen, doch ich fehle mich einsam. Begehe wieder Sünden, weil mich dann ja begeistert. Und bitte um Vergebung nur von Freitag zu Freitag. Immer wenn es Nacht ist, find ich nichts, was mir Kraft gibt. Horror. Bin im Scheißrausch, liege wach und ich schrei laut. Oh Dunja, Schweiß auf dein Mut, dein Block zieht uns noch runter. Wie viel Regen hast du schon geweint? Oh Dunja, sag wir auf Wolken, wir dir entkommen, doch du ziehst uns runter. Oh Dunja. Ich muss sagen, ihr habt auf jeden Fall die Atmosphäre, die ihr gerade angesprochen habt, auch wirklich gut in den Song verpacken können. Ich habe es auf jeden Fall gefühlt.
Sekko, bei dir, deine Rap-Parts waren auch wieder ziemlich stark. Du hast auch wieder sehr gute Zeilen gehabt mit Gewicht hat. Akaui, endlich mal höre ich wieder eine Passage von dir, wo du richtig mal wieder Dynamik aufbaust. Dein Kratzen in der Stimme, das macht dich auch, das gefällt mir. Auch eine gute Hook. Kann ich mich nur anschließen. Hook fand ich auch super. Endlich wieder die Energie, die wir bei dir lieben, Akaui. Sakko, du weißt ganz genau, wenn du anfängst zu rappen, dann nickt mein Kopf, da kann ich nichts gegen tun. Du hast es heute echt geil geflowt, dein Stimmeinsatz auch sehr, sehr stark. Dankeschön. Bei Sakko freut mich das umso mehr, weil man muss sagen, dich hatten bisher leider noch nicht so viel auf dem Schirm, was du wirklich drauf hast. Und umso mehr freut es mich, dass du dich jetzt mehr beweisen kannst. Rap-technisch. Bro, du bist eine Maschine. Das ist unglaublich auf jeden Fall. Dankeschön, vielen Dank. Auch dieser Kontrast, wie du immer zu deiner Gesangsstimme bist. Schon bei Akaui, ja, wenn du singst, dann ist das wie ein Vulkanausbruch, ne? Ja, Baby, Wallah, dankeschön. Ja, wir bedanken uns für euren Auftritt. Hat uns sehr, sehr Spaß gemacht. Geiler Song. Vielen Dank, Wallah. Peace out, Alter. Bleibt alle gesund. Westside, Motherfucker. Pirata Piando le Passa. Ist auf jeden Fall ein schöner Song geworden, meiner Meinung nach. Ja, meiner Meinung nach. Also ich finde, wir haben auf jeden Fall, für mich, für meine Verhältnisse ist das was Nageln, also was ganz, ganz Neues, weil ihr kennt den Kali-Style, das ist der lässige und fick deine Bitch auf dem Rücksitz, bick dich Baby, irgendwie solche Sachen und Portemonnaie klauen, aber diesmal ist das der gebrochene, bisschen Mi Amor, bisschen Liebe. Nagelneue Reacts, nur für diese. So Freunde, und jetzt wird hier Rapunzel, lass dein Haar runter, ne? So. Den hier und zieh noch eine Brille, glaube ich, aber natürlich haben wir. Kali und Yasin. Eine sehr interessante Kombination, mit der ich nicht gerechnet hätte. Wie kam das denn zustande? Wir dachten uns, wir machen mal was Neues zusammen. Wir dachten uns, hier in Malaga, wir sind hier zwischen vier Wänden. Man muss mal auch die Sachen, die keiner erwartet, ausprobieren. Hier zum Beispiel, ich bin hier, ich weiß nicht, jetzt seitdem wir hier angekommen sind, ich bin die ganze Zeit nur hier, ich sehe nicht diese Villa. Ich sehe nur meinen Kopf, was mein Kopf ist. Ich sehe Godesberg. Ich bin irgendwo da am Texte schreiben. Ich war heute das erste Mal draußen. Ich habe die Stadt gesehen. Ich dachte mir, hä? Wo bin ich? Ich habe kurz vergessen, dass ich in Spanien bin. Ich dachte, ich bin bei mir in Godesberg oder so. Ja, Mann. Aber auf jeden Fall, wir haben etwas sehr Schönes gemacht, unserer Meinung nach. Ich habe auf jeden Fall... Also ich wollte Blätter essen, als ich diesen Song so gedreht habe. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das ist das Wichtigste. Wir haben zusammen etwas gemacht, was nicht mal erwartet war. Wir haben zusammen einfach was Neues ausprobiert. Und ja, ist gelungen, meiner Meinung nach. Ich hoffe, es gefällt natürlich auch dem Boden und den Sternen da oben. So. Wo habt ihr euer Video gedreht? Wie habt ihr euch inspiriert? Und denkst du, dass das Video, was ihr gerade gedreht habt, den Vibe widerspiegelt vom Song? Also ich würde auf jeden Fall sagen, safe. Weil wir haben diesmal auf jeden Fall was ganz Neues eingeschlagen. Auch wenn der Yasin sehr stark in diese melancholischen Richtung ist. Es ist auf jeden Fall nicht meine Richtung, dieses ruhigere, laid-back-mäßige. Ihr wisst ja, wie ich so rappe, so in welche Richtung ich gehe. Aber ich finde eigentlich, wir haben auf jeden Fall diesen Vibe vermittelt, würde ich sagen. Und wer Kurven, den Vibe wir sind nicht. Kurven gegangen, wir haben den, obwohl das nicht. Safe, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hin und her, neue Richtung gesucht. So, aber ich würde auf jeden Fall sagen, es ist ein sehr schöner Track geworden, sehr coole Zusammenarbeit. Es sind Walla sehr killer. Wir haben an dem Tag den Song komplett zusammen fertig gemacht, geschrieben, alles gemacht. Und deswegen so 100% Emotionen auf jeden Fall mit Liebe diesen Song gemacht. Und nicht irgendwie was von Seite, wo man irgendwas schon gekritzelt hat, sondern hier und jetzt ist es entstanden. Malaga-Song. Dankeschön, aber so. Dürfen wir trotzdem noch erfahren, wo ihr gedreht habt? Also, ja. Wir haben auf jeden Fall an dieser Playa gedreht. Wir waren am Strand ein bisschen. Wir waren ein bisschen spät dran. Es war schon dunkel, aber trotzdem haben wir da auf jeden Fall was Cooles gedreht. So auf Outfits matchen an dem Strand, bisschen ja, Sand, ja. Bisschen auf der Straße, bisschen gewiped, bisschen performt, waren wir da. Sand geschlafen. Ja, und haben wir da ein bisschen, da sind wir an dieser Promenade vorbeigelaufen, haben da Leute uns gefilmt, ganze Zeit, haben die da mit uns gewiped, rumgeklatscht. War aber auf jeden Fall cool. In den Straßen von Spanien, das sieht eh alles sieht geil aus automatisch, alles catcht den Vibe automatisch. Kopf gewackelt, willst du noch, lass es sein. So.
Dann sind wir jetzt sehr gespannt auf euren Song und wir hören mal rein. Das echte G's sind alle Täter. Hab meine Zeit hier auf der Kaje liegen lassen. Das mit uns zwei ein ganz anderes Thema. Cardi pack Pakete, oh Senorita. Hänge abends in der Hood bei meiner Keep. Treff mein Cousin später am Block vor meinem Beaner. Ja, bin in diese Ghetto-Luft verliebt. Mi amor, bitte sag wie oft. Wurde der ganze Streit immer wiederholt. Hatte nur uns zwei und den lieben Gott. Aber mit der Zeit hat der Krieg begonnen. Ja, alles was du sagst ist Fassade. Ich dachte, dass wir seelenverwandt sind. Wie konntest du mich jemals verraten? Dachte, ich wär für alles gewappnet. Tage vergehen, Jahre vergehen. Baby, sag mir, kannst du all meine Narben verstehen? Tage vergehen, Jahre vergehen. Baby, sag mir, kannst du all meine Narben verstehen? Es dreht sich alles nur um Platter, Platter, halten uns über Wasser. Dass die Engel von oben mich betrachten. Warum, warum, warum kann ich die Zeit nicht mehr holen, die ich verpasste? So oft brachte ich mich zum Fallen, weil ich platze. Pardon, pardon, pardon. Und nimm mein Ende, wenn die Taten mich in Haft bringen. Eine sehr unerwartete Kombination und auch eine sehr unerwartete Leistung von Kali. Nein. Ich bin schockiert. Was ist passiert? Man muss aber ein bisschen zeigen. Also, ich meine, so sehr, sehr cool. Ein bisschen was Neues zeigen. Ich wollte einmal zeigen, dass sie auch in Spanien entstehen kann. Oh ja, vergessen. Ich wollte einmal zeigen, was der Kali noch so drauf hat. In der Kombination mit Jessen auch noch haben wir was Geiles auf jeden Fall auf die Beine gestellt. Und das hat Spanien mit uns gemacht. Auf einmal, du kommst nach Spanien, du kannst auf einmal singen. Ich wusste auch nicht, ich konnte singen. Auf einmal, ich kann ein bisschen singen. Aber nein, so. Ich muss sagen, für mich war es eine Überraschung. Und ich fand's cool. Ehrlich, stark gemacht, gut angepasst. Yassin, bei dir, du weißt genau, was ich bei dir liebe. Vor allem gegen Ende deines Parts, du hast wieder diese wehleidige Stimme. Das hat mich komplett gecatcht. Also ich liebe es einfach, deiner Stimme zuzuhören. Ich kann mich auf jeden Fall anschließen. Für dich war das auch, wie du schon erwähnt hast, was Neues, Kali. Du hast dich auf jeden Fall gut anpassen können. Ich habe mich auch sehr gewundert, als du gesungen hast. Also das hat auf jeden Fall was mit dir gemacht, diese Reggaeton-Schiene hier in Spanien. Ich sag Yassin, bei dir
kenne ich das nicht anders. Also, dass du auf jeden Fall, du bist halt der Sänger und du hast es auf jeden Fall auch. Ja, ich muss noch tanzen, das ist das Einzige. Das war auf jeden Fall eine gute Leistung. Also, ich muss sagen, ihr habt den Vibe auf jeden Fall zu 100% gecatcht. Bei Kali bin ich so überrascht, ne? Ey, das hast du so gut gemacht, weil ich hab dich halt noch nie so gehört. Weißt du, es ist eine Überraschung und ich denke, ich rede da auch aus der Sicht von allen. Und du kannst das gerne mehr machen. Also nicht, dass du jetzt ein Sänger wärst. Natürlich nicht. Sonst wäre ich ja nicht. Wenn du in Spanien bist, Kali. So, das wär's. Aber nein, ich küsse dein Auge. Aber hast du dich wohlgefühlt damit? Ja, safe. War ja am Ende auf jeden Fall. War auf jeden Fall ein Nervenzusammenbruch hier. Weil man wollte ja nicht irgendwas einfach aufs Blatt hauen und irgendwie irgendwas einfach aufnehmen und abhaken, sondern das sollte schon was Cooles werden. War auch eine Herzensangelegenheit, war auch was Geiles. Auch in Kombination mit Yesin dachte man, dass wenn in die Richtung geht, dass das was Cooles wird und nicht einfach nur was nach vorne geht oder irgendwie was schon gut bedient war, dachten wir nehmen sowas auf Spanisch und auf einen spanischen Dancehall-Beat. Hat das perfekt gepasst, würde ich sagen. Ja, die Hook jedenfalls war auf jeden Fall richtig gut. Habt ihr euch geil aufgeteilt. Ich bin auf sehr überrascht. Dankeschön für den Auftritt und Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön, dass wir da sein durften. Team Bayor und Team Shabab, danke erstmal für eure Auftritte. Ich danke euch. Eure Gruppen haben es uns absolut nicht einfach gemacht. Also hier wurde Hit nach Hit abgeliefert. Das ist das. Weil wir sind gerade an einem Punkt, da kommen nur noch gute Songs. Ich wüsste das, Bruder, wir sind der Villa. Ja, nee, aber klar, ich hätte vielleicht auch mal irgendwas erwartet, was vielleicht irgendwo es einfach wird, aber das ist unglaublich. Das ist nicht geil. Es wird wirklich immer schwieriger und dementsprechend werdet ihr natürlich auch dafür Verständnis haben, wenn wir uns 5 Minuten nehmen müssen, um diese Entscheidung treffen zu können. Wir werden uns in 5 Minuten wieder hier treffen. Sammelt bitte eure Teams zusammen und dann sehen wir uns gleich. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. Ich bin hier nicht da, um einen Versuch zu bewerten. So, du kannst ja viel versuchen. Versuch. Er hat's ordentlich gemacht, wie gesagt. Das ist eine schwierige Sache. An alle Künstler, wir wollten uns alle einmal bei euch bedanken für diese geisteskranken Songs. Erstmal einen Riesenapplaus dafür. Beide Kapitäne haben ihren Job richtig gemacht und ihr habt es geschafft, 3 von 3 Treffern zu gelangen. Nun mal ist das die Aufgabe. Und wir müssen ein Team verlieren lassen, auch wenn es uns schwerfällt und ihr alle Gewinner in unseren Augen seid, weil ihr alle abgeliefert habt. Und die Entscheidung ist uns nicht einfach gefallen. Wir haben uns folgendermaßen entschieden, bei dem letzten Song zwischen Kali und Yesin und Akawi und Seko, dass der Punkt an das Team von Shabab geht. Bayor, deine Gruppe hat verloren und deswegen wird jetzt jeder von euch sagen müssen, wen er aus seiner Gruppe rausvotet. Bayor, du fängst bitte an. Warum macht ihr so, Chef Koran? Bayor, deine Entscheidung. Muss ich deinen Namen sagen einfach? Ja. Ich will Bayor.
Ich stelle mich auch selber dann. Ich spiele mich selbst. Ich spiele mich selbst. Ja, ich will Skandal, den Wichser. Ich will mich auch selber. Ja, ich will mich auch selber. Ich geb das Mikrofon an. Alles klar. Ihr habt uns genau das gegeben, womit wir gerechnet haben. Alles klar. Wir rufen euch in 2 Minuten nochmal zurück. Bleibt bitte hier vorne. Team Bayon, ihr habt die Entscheidung dem Zufall überlassen. Dementsprechend stehen hier eure Namen auf den Zetteln drauf. Und derjenige, der gezogen wird, wird eure Gruppe verlassen und wird morgen die Chance bekommen, sich nochmal zu beweisen, wenn er jetzt die richtige Entscheidung trifft. Kannst du uns sagen, was die richtige Entscheidung ist? Das werdet ihr gleich sehen. Ich werde jetzt einen Zettel ziehen und den Namen vorlesen. Derjenige, der aus Ventil in Bayor gezogen wurde und morgen die Chance hat, ist Jessen. Hi. Yassin, du hast jetzt die schwierige Aufgabe, einen weiteren aus deinem Team auszuwählen, der mit dir eliminiert wird. Was? Wie? Warum eliminiert? Song Battle, oder? Eliminiert. Wie? Yassin, wen willst du? Ah, Jungs, was geht, Bro? Alles gut, mein Bruder. Ich glaube, Amdela ist nicht. Auf jeden Fall, Leute. Guck mal. Wir haben alle Songs gemacht. Ein paar Songs haben gewonnen, ein paar verloren. Und ich habe einen Song mit Kali gemacht, mein Bruder Kali. Die Jungs, die einzige Gruppe, die noch verloren haben, sind Bare und Kenan. Und die haben letztes Mal schon gebettelt. Oder was auch immer. Und deswegen würde ich mit meinem Bruder zusammen gehen. Ab heute ist die Teamphase beendet. Beide Teams werden aufgelöst und wir gehen jetzt über zu der Solophase. Kali und Yassin, ihr habt morgen früh die Möglichkeit, euch in einem Battle nochmal zu beweisen. Aber ihr müsst jetzt auswählen, gegen wen ihr battelt, und ihr könnt auswählen, wen ihr wollt. 2 Leute. Good morning. What's up? What's up? Und auch heute werden uns eine Handvoller Künstler verlassen.